Moin moin und willkommen zurück bei einer weiteren Kreativfolge von 7 Days to Die. Wir wollten weiterbauen, anbauen, größer bauen. Das, was ich am besten kann. Ne? So, wie ist denn der Plan für diese Folge? Ich muss erstmal gucken, wo wir aufgehört hatten. Grundgerüst hatten wir gebaut, Zugang zum Panic Room. Leitern müssen noch. Die Zombie-Abwehr lasse ich jetzt zum Zeitersparnis erstmal weg, denn ich habe für den Kreativmodus schon ein Folgeprojekt. Deswegen werde ich das hier auch entgegen meiner Planung nicht allzu groß bauen, sondern werde das klein, fein und knutschig halten und danach dann das nächste Projekt anfangen. Das soll uns aber jetzt heute und just in diesem Moment nicht stören. Oh, ist das toll. Ich schwärme immer noch von dem Update der Alpha 8.2. Okay, doch nicht. Hab nichts gesagt. Nein, natürlich schwärme ich dafür. Aber ich hatte gerade eben gedacht, okay, das mit dem Gras haben sie jetzt noch mehr verfeinert, dass man da direkt drauf bauen kann, aber es springt immer noch ein bisschen hin und her. Aber das ist, ich denke mal, das kleinste Übel. Mal gucken, wie weit sind wir? Okay. Ja, im Kreativmodus haben sie uns leider das Wichtigste genommen. Das, was ich immer eigentlich dabei haben wollte. Und das ist mein schöner Santa's Moonshine. Er ist weg. Er existiert nicht mehr. Das heißt, man muss sich jetzt wie gewohnt im Survival auch mit Tee und anderen Lebensmitteln durchschlagen. Ist jetzt nicht unbedingt so tragisch, aber es ist schade. Weil das Zeug war klasse. Ich wähle hier für dieses Haus jetzt auch mal einen etwas anderen Formstil, als wie ich es im Let's Play gemacht habe. Dadurch, dass wir hier ja ein bisschen mehr kreativen Freiraum haben und nicht wie im Let's Play, ich sage jetzt mal, auf Material achten müssen, können wir uns hier eine interessante Form zurechtbauen. Der liebe Valkyrie hat unter mein erstes Kreativvideo geschrieben gehabt, dass er mir da ein paar Ideen klauen möchte zum Thema Hausbau im Allgemeinen. Und dass er auch noch erwähnt hatte, er möchte dann noch dementsprechend meinen Namen als Idee mit da bei sich in die Beschreibung setzen. Lieber Valkyrie, danke, 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 dass du auf diese Idee gekommen bist. Allerdings ist das nicht notwendig, weil das ist ja Sinn und Zweck dieses Kreativmodus hier, um zu zeigen, wie man am besten baut. Beziehungsweise nicht mal am besten baut, das klingt schon wieder so hochgestochen, sondern vielmehr, wo liegen Statikprobleme, wie kann man diese umgehen? Worauf muss man speziell beim Bau achten? Deswegen mache ich das Ganze hier, damit ihr euch Ideen sammeln könnt, wie ihr in euren Survival bauen könnt, ohne dass euch die ganze Hütte einstürzt. Na, lieber Valkyrie? War da nicht was? Hättest du mal auf mich gehört, mein Jung? Dann wäre sowas nicht passiert. Aber nun gut, aus Fehlern lernt man, aus Fehlern wird man schlau und das sollte auch natürlich so sein.
brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Ja. Das nächste Projekt, was ich machen werde, ist noch geheim. Ich werde hier nicht spoilern. Es wird aber, um einen klitzekleinen Informationsfluss euch zu geben, es wird größer werden als das hier. Viel größer. Viel, 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 viel größer. Aber was genau, verrate ich noch nicht. Größer und es, ja, kann man es fürs Survival benutzen. Theoretisch könnte man das tun. Also es wird auch ein bisschen mit angelehnt werden an die ganze Szenerie hier. Und in diesem Projekt werde ich auch das nochmal mit einführen, was ich hier jetzt weglasse, nämlich diese Zombie-Verteidigung. Beziehungsweise ist es hier nicht mal eine Verteidigung, es ist eher ein Schutz. Vorsorgemaßnahmen. Nennt es wie ihr wollt. Parallel dazu kann ich auch nochmal einen kleinen Aufruf starten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Aussage jetzt ankommen wird. Ich vermute mal, also wenn mir morgen, nachdem ihr das hier gesehen habt, die Hälfte der Abonnenten fehlt, weiß ich die Reaktion darauf. Aber ich werde wohl das Survival ein bisschen zurückstufen und werde mich dafür ein wenig mehr auf das Kreative konzentrieren. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Zeit genommen und einfach mal die 7 Days to Die Let's Plays gesehen von diversen Leuten und es beläuft sich eigentlich alles irgendwie auf dasselbe, nämlich Survival. Ein jeder, der 7 Days irgendwie in irgendeiner Form macht, macht auch dazu das Survival. Das ist auch gut so, das sollte auch wirklich so sein, weil das ist ja nun mal der Kernaspekt von 7 Days. Aber was ich ziemlich schade finde, was ich jetzt irgendwie ein bisschen mit übernehmen will, ist die Tatsache, dass dieses Kreative, wo 7 Days einen ja doch sehr viel Möglichkeiten für gibt, dass das doch ziemlich auf der Strecke bleibt. Und genau da werde ich dann jetzt in Zukunft ansetzen. Dazu hätte ich dann aber auch ganz gerne von euch ein paar Vorschläge, was ihr euch denn wünschen würdet. Bitte sagt jetzt nicht irgendwie, ja, bau noch mal eine Burg. Damit kann ich nämlich dann wieder Staffeln füllen. Noch und nöcher. Und die Burg will ich erstmal außen vor lassen. Zumindest so lange, bis dieses Spiel offiziell in der Beta-Phase ist. Also sprich, bis alle relevanten Änderungen abgeschlossen sind, sodass ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, ist bei einem Neustart, ist beim nächsten Update irgendwas von meinen Sachen wieder weg. Weil ich kann mich noch dran erinnern, was für ein... Ja, es war Stress. Kann ich so frei heraus sagen, es war wirklich Stress, diesen ganzen Kram zurechtzubauen und ewig und drei Tage diesen Druck im Nacken zu haben, dass die Alpha 6 damals ja dieses Wochenende erscheinen sollte und es wurde doch verschoben, Glück für mich. Und dann sollte sie doch wieder erscheinen und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Stress ist, wenn man bereits über 200 Stunden an dem Bauwerk dran sitzt und dann nicht mal weiß,
ist es nach diesem Update noch da? War diese Zeit jetzt verschwendet? Gut, jetzt weiß ich mittlerweile, dass sie in dem Sinne, ja, nicht mehr unbedingt verschwendet, aber sie ist halt unwiderruflich weg. Und effektiv kann man damit nicht mehr was anfangen, weil die ganze Geschichte nicht mehr kompatibel ist. Ich habe die Burg immer noch hier. Das heißt, ich habe es wirklich getestet und musste leider feststellen, nein, sie ist nicht mehr kompatibel. Ist aber auch verständlich, dafür gab es zu viele Änderungen jetzt in der Spielmechanik an und für sich. Macht aber nichts, ihr könnt euch, wenn euch die Burg gefallen hat, auf ein Remake erfreuen. Ich persönlich freue mich darauf, auch wenn es diesmal wesentlich länger dauern wird. Aber ich freue mich echt wie ein Kind zu Weihnachten, dass ich diese Burg wieder erneut aufbauen kann. Vor allem dann auch mit diesen diversen Änderungen. Weil es ist ja doch jetzt im Vergleich zu damals, was mir zur Verfügung stand, immens viel dazugekommen. Und darauf freue ich mich. Aber zurück zum Thema. Ihr könnt Vorschläge dann dementsprechend da lassen, was euch wirklich mal interessieren würde vom Bau her. Vorschlagen könnt ihr viel, wie, ob und wann ich das umsetze, steht schon wieder auf einem anderen Blatt. Aber seid gewiss, jeder Vorschlag wird zur Kenntnis genommen und jeden Vorschlag werde ich nachprüfen, wie ich das umsetzen kann. Wenn das jetzt wirklich ein Vorhaben ist, wo ich dann nach intensiver Berechnung sagen kann, okay, das wird so nichts. Auch nicht mit viel Fantasie und viel Rumgetue. Dann nimmt es mir nicht übel, wenn ich diesen Vorschlag dann auch gleich ablehnen muss. Das ist leider so, aber ich denke, dafür solltet ihr doch Verständnis haben. Ich würde sagen, lassen wir uns überraschen, was da denn für hübsche Vorschläge auf uns zukommen. Und in der Zeit, wo ich hier rede, habe ich wieder dasselbe Phänomen wie damals schon bei meiner Burg. Ich rede und rede und rede und die Zeit vergeht wie im Flug. Ist schön. Das gefällt mir. Das ist, ja, ist wirklich toll. Ich habe mir damals dann ganz gerne immer einen guten Bekannten mit aufs TS geholt, der zwar so in Anführungsstrichen keine Ahnung von dieser Materie hatte, aber er konnte reden. Und Leute, glaubt mir, das ist wichtig. Das ist insofern wichtig, weil, ach, jetzt muss ich lügen, wie viele Blöcke hatte ich denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Blöcke ich für die Burg jetzt aufgebraucht habe. Ich könnte nochmal meine alten Unterlagen durchwälzen. Irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben. Es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wenn ihr in solchen Dimensionen baut, auch monotones Bauen. Es war ja Großteil immer dasselbe. Stahlbeton, Pflasterstein, Stahlbeton, Pflasterstein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es ist, wirklich da ein bisschen rumzusabbeln. Nicht zu viel. Zu viel lenkt ab, wissen wir alle. Aber so mal zwischendrin einfach dieses Gerede haben, es ist wunderbar. Okay, kommen wir mal zu dem, was ich hier jetzt gerade baue. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Klingt vielleicht jetzt doof, aber ich habe keinen Plan, was das hier wird. Ich finde es hübsch, ich finde es dekorativ, deswegen baue ich es. Aber einen reellen Nutzen jetzt für die Apokalypse oder als Raumaufteilung hat es hier nicht. Und wie ihr seht, ist... Warum? Ach, okay.
dann komme ich da jetzt halt nicht mehr gegen. Und dann sollte es halten. Die Fun Pimps waren so freundlich, auch eine Option einzubauen. Kann ich da jetzt? Was passiert? Na? Es hält. Das ist schön. Dann mache ich das hier jetzt mal anders. Die Fun Pimps haben eine tolle Funktion eingebaut. Nämlich, dass man über das Debug-Menü, was ich euch ja schon am Anfang gezeigt hatte, die Möglichkeit hat, die Physik auszustellen. Das seht ihr dann hier. Physik ist aktiv. Wenn ihr das abstellt, könnt ihr bauen, wie ihr lustig seid. Da wird nichts passieren. Aber das möchte ich ja dann auch nicht. Nehme ich die? Kann ich die so setzen? Mal schauen. Und ja, auch diese kleinen Knutschdinger haben ganz schön Gewicht. Vor allem ist es ganz blöd, die aneinander zu setzen. Merke ich gerade. Ach so. Alles klar. Wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß wie. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo fange ich an? Warum? Liebe Funpimps, ich finde eure Physik echt genial, aber manchmal steige ich nicht durch. Warum war, also warum ist es jetzt eben eingestürzt und stürzt jetzt nicht ein? Verstehe ich nicht, echt nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis, aber okay. Wie ja schon erwähnt, es ist eine Alpha-Version. Da meckern wir nicht, da klotzen wir. Eventuell klotzen wir auch dreimal. Und meckern trotzdem zwischendrin. Warum? Weil wir es können. Und es auch leidenschaftlich gerne tun. Ne? Ich zumindest. Ich mecker sehr gerne. Ich bin der König im Meckern. Sagt man mir zumindest. Okay, da wusste ich jetzt, warum er eingestürzt ist. Guten Morgen. Wieder mal nicht aufgepasst. Bzz. Aha. So. Ich habe übrigens neben Seven Days to Die ein altes Spiel für mich entdeckt. Kann man jetzt schon alt sagen? Ja. Spiele, die für 9 Euro bei Steam angeboten werden, sind de facto eigentlich alt. Nein, so alt ist es gar nicht. Es ist ein tolles Spiel. Ich habe aber das tolle Problem mit diesem Spiel gehabt. Als es rauskam, war es mir zu teuer. Beziehungsweise nicht mehr zu teuer, aber ich hatte einfach schlicht und ergreifend nicht das Geld dafür. Als ich das Geld dafür hatte, hatte ich die Zeit dafür nicht mehr und jetzt habe ich eigentlich beides nicht, aber ich habe es mir jetzt trotzdem geholt. Das ist nämlich Skyrim. Ich bin ein sehr großer Rollenspielfreund. Spiele ich sehr, sehr gerne. Und das ist mir jetzt letztens auf der Suche, wo ich dann mal wieder so diese Phase hatte. Okay, du hast heute keine Lust auf Seven Days.
Und du willst jetzt auch nicht auf Krampf spielen, weil du willst hier dieses Spiel nicht kaputt spielen. Und das passiert nämlich ganz gerne mal. Dass man dann wirklich, wenn man dann auf Krampf ein Spiel spielt, das Problem hat. Dass man sich wirklich den Spaß daran versaut. Weil man halt wirklich mit diesem Denken daran geht, ach, ich muss ja jetzt. Und genau das ist falsch. Man muss erstmal gar nicht. Aber ich glaube mal. Ich mache hier mal zu. Das war jetzt blöd. Nö. Ziehe ich eine Doppelwand hoch. Es wird zwar wesentlich einfacher jetzt gewesen, einfach diesen hier. Warum? Warum? Gnarf. Das war cool. So. Das ist es, was ich anfangs mal angesprochen hatte. Im God-Modus ist es nicht setzbar, aber kaum wechselt ihr, könnt ihr es hinsetzen, wie ihr lustig seid. Ach, verdammt. Warum das Ganze so ist, dass ihr das im God-Modus selber so nicht setzen könnt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, es kann in gewissen Situationen ziemlich, ziemlich anstrengend sein. Ich zumindest denke nicht immer daran. Dann fange ich nämlich wieder an, die alten Blöcke rauszureißen. Bis mir dann wieder einfällt, okay, das geht ja eigentlich. Ach, ich hält da. Da, da und da. Weg, weg, weg. Mal sehen, ob mir jetzt die Frames hier gleich wegbrechen. 204 Stunden, das sollte erstmal genügen. Ich weiß immer noch nicht, was es darstellen soll, aber es steht. Irgendwie. Gut. Fällt das unter Deko-Element? Wobei ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir hier nochmal eine Umrandung. Mit dem richtigen Material hätte das jetzt richtig gut ausgesehen. Wobei auch. Ach, Gnarf, Mensch. Ich hab's heute wieder. So, hier lasse ich jetzt offen. Dann geht das hier. 1, 2, 3, 4. Das ist zwar jetzt. Upsala. Das ist zwar jetzt nicht die schönste Methode, weil ich dann so einen Knick im Gang habe. Dadurch, dass ich aber das Ganze hier irgendwie gar nicht so geplant hatte, wie es jetzt hier steht, ist das auch nicht weiter tragisch. Seht es als Art und Weise, wie man in der Apokalypse nützlich und stylisch bauen kann. Ist die idealste Methode, wie man am besten Material verschwendet, was anderweitig besser gebraucht.
gebraucht worden wäre. Aber es ist ja jetzt nicht so wild. Hier muss ich dann dementsprechend zumachen, sonst sieht das nach nichts aus. Hier auch. Und hier dementsprechend dann auch. So, damit das einheitlich aussieht. Sehen wir das Ganze hier mal als Umrandung. Ich ziehe hier jetzt keine Mauern hoch, das wird blöd aussehen. Höchstens hier so als... Hier muss ich sogar eine hochziehen, aber... Ach, schwierig, dafür habe ich jetzt falsch gebaut. Wäre das jetzt ein bisschen weiter rüber gerutscht, hätte man das gut so verwenden können. Ich weiß, wie wir das nennen. Also den Sinn und Zweck davon. Hier ist der Hochgang und wenn Zombies wirklich hier reinrushen sollten und das hier wegkloppen sollten, stürzt die ganze Haube ein und macht jeden Zombie platt. Ich bin mir zwar sicher, das Holz, was wir denn dafür jetzt verschwendet hätte, hätte man wesentlich effektivere Sachen für bauen können. Aber ich brauche ja irgendeinen Grund. Ach, mit den Honig haben sie auch schon wieder so viel reduziert hier. Ich brauche hier irgendeinen Grund, hier dieses phänomenale Bauwerk zu rechtfertigen. Da habt ihr sie. Meine Rechtfertigung. Zombiefalle. Aber das ist eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, gar keine so schlechte Idee. So, drei. Könnte man das nämlich hier ganz mit Rampensystem machen. Ja, nichts bei denken. Es ist spät am Abend. Kann ich mal sagen, spät am Abend. Es ist eigentlich schon halb in der Nacht. Aber da werde ich nun mal am kreativsten. Die Hälfte meiner Burg, die sicherlich viele von euch kennen werden, ist in der Zeit von... Uff. Wann waren das? Ich glaube, abends um 23 Uhr habe ich angefangen und teilweise bis 6 Uhr nachts gebaut. Mag ich immer am liebsten, sondern dann ist es schön ruhig. So, hier könnte man dann Leitern ransetzen, eine zumindest. Hier den typischen Alley-Hop-Block. Da kann man ja fast schon so raufspringen. Kann man so raufspringen. Ist ja cool. Ist aber blöd, weil die Zombies ledern das hier sowieso weg. Aber egal. Gut. Panikraum ist, glaube ich, erklärungsfrei. Leitern runter, noch tiefer graben und eine Mine dafür ausheben. Würde ich ganz gerne mir jetzt hier auch einsparen, weil das in dem nächsten Projekt definitiv mit enthalten ist. Und dann wirklich in einem sehr, sehr großen Ausmaß. Freue ich mich jetzt schon drauf. Hey! Sorry, die Nachbarn hier draußen brüllen wieder rum. Ich weiß nicht, läuft Fußball oder sowas? Wir haben heute Samstag den, was ist denn heute, 24. 25, nee, 24. müsste noch sein. Dadurch, dass ich einer der ganz, ganz wenigen, wohl unter meinen Bekanntenkreis Männer bin, der sich so echt überhaupt nicht für Fußball interessiert. Kann ich nicht mal sagen, ob heute Fußball läuft oder so, aber es klingt verdächtig danach. Die brüllen da draußen schon wieder alle rum.
Oder die haben einfach nur Langeweile. Was hier auch mal vorkommen soll. Sucht euch Hobbys, Leute. Außer brüllen. Ja, ich lebe in einer Gegend, wo die klassische Brüllmücke heimisch ist. Sehr, sehr viele Menschen auf ganz, ganz engen Raum. Und alle haben so diese ganz interessante Einstellung. Sie vertreten so diese Regel, wer laut ist, hat Recht und wer noch lauter ist, hat noch mehr Recht. Dementsprechend sieht man dann so zwei paarungsbereite Brüllaffen im Garten stehen und sich immer mit höheren Oktaven anschreien. Endet dann meistens im Polizeieinsatz. Ich find's amüsant. Also ich stelle mich dann immer hier oben an mein Fenster und lache die Leute aus. Bin sogar damit immer heil durchgekommen. Ich weiß auch nicht warum. Aber mittlerweile ist es hier ganz populär, dass dann teilweise unter den Nachbarn Wetten abgeschlossen werden, wer von den Leuten da draußen denn zuerst eine bestimmte Oktave erreicht. Ich baue hier jetzt doch zu. Ich höre gerade, ich habe hier schon wieder den Ton nicht leiser gestellt. Verdammte Axt. Axt im wahrsten Sinne des Wortes. So, im Grunde genommen war das hier jetzt heute wirklich so eine Larifari-Folge. Nicht schön. Aber selten. Ich könnte jetzt hier, meine nächste Idee wäre jetzt gewesen, hier rüber zu ziehen und in der Mitte frei zu lassen und da auch Glaspaneele reinzusetzen, genauso wie hier. Hier könnte man dann auch noch was bauen, aber im Großen und Ganzen, auch wenn das jetzt so manchen hier stinken wird, ich würde das Ganze gerne hier zum Abschluss bringen. Aus dem einfachen Grund, es hat mehrere Gründe. Erstmal, ich will das Großprojekt anfangen, dass ich damit eine richtige Staffel füllen kann. Weil damit fülle ich keine Staffel. Definitiv nicht. Des Weiteren ist das hier immer noch nach wie vor die Alpha 8.1, wo auch diese Map entstanden ist. Und ich würde ganz gerne mit einer frisch aufgesetzten 8.2 denn in den Kreativmodus starten. Größentechnisch könnt ihr euch ja mal ein Bild davon machen, auch was so relativ möglich ist. Wichtigste Regel ist eigentlich, und das gebe ich jetzt mal als guten Tipp mit dabei, weil auch ich da noch gefragt wurde. 1, 2, 3, 4, 5. Immer 5 hoch. Tut euch selber den Gefallen. Es ist ärgerlich, also eine Zombie-Horde, die unter euren Haus lauert, ist zwar schön, aber momentan sind die Zombies einfach noch zu doof. Das heißt, die hauen euch hier in den seltensten Fällen die Säule kaputt, sondern stehen hier und glotzen den Boden an. Und da sie nicht rankommen, ist schön. Gut, wir sind am Ende dieser Kreativfolge, oh sogar mit 5 Minuten Überzug. Eigentlich hatte ich nur eine halbe Stunde eingeplant. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile. Wenn sie euch nicht gefallen hat, zögert nicht, Daumen nach unten. Auch den kann ich ab. Aber seid so nett und lasst mir doch einen Kommentar da, was euch nicht gefallen hat. Wenn der Kommentar auch noch konstruktiv ist, dann bin ich da super Freund von. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig dafür begeistern, die weiteren Folgen der Kreativgeschichte hier einzuschalten. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ich sage dann in diesem Zusammenhang
Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.